Stäbchen. Eins, zwei. Ein Stäbchen in die nächste Luftmasche. Eine feste Masche. So. Dann sind wir einmal rundherum und jetzt gehen wir in die gleiche helle Masche, machen noch eine feste, ziehen es durch, schneiden den Faden ab und ziehen es hier wieder durch. So, und dann hätten wir ein großes Bäckchen und das gleiche machen wir jetzt nochmal auf der anderen Seite. Also, eine Masche rausziehen, eine Luftmasche drauf, eine feste Masche. Wir haben unsere fünf Luftmaschen und machen dann unsere Stäbchen da hinein, wie ich euch das gezeigt habe. So, andere Seite, das gleiche. Wie gesagt. Na, wo ist mein Anfang? So, wir ziehen es durch. Eine Schlaufe, eine Luftmasche, eine feste. Fünf Luftmaschen. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Wir schließen es in dieselbe Masche zu einem Ring. Seht ihr einen Ring? Jetzt brauchen wir eine Luftmasche, eine feste Masche, ein Stäbchen. So, weiter nach vorne, die nächste Luftmasche, zwei Stäbchen, eins, zwei, zwei Luftmaschen, eins, zwei, nächste Luftmasche stechen wir ein, wieder zwei Stäbchen. Ein Stäbchen. In die nächste freie Luftmasche von unserem Ring. Eine feste Masche. In die nächste Luftmasche. Wir gehen durch unsere helle Masche hier einmal noch. Abschneiden. Durchziehen. Bäckchen aus. Fertig. So, haben wir schon mal zwei Stück. Machen wir den Schnabel. Und zwar, ich nehme diesmal ein hellbraun. Hier habe ich die Orange genommen. Das liegt bei euch, wie gesagt. Sondern der Schnabel wird wie eine kleine Raute gehäkelt. Wir nehmen eine Luftmasche, noch eine Luftmasche, noch eine. Das waren drei. Dann nehmen wir zwei, bleiben übrig, bleiben stehen. In die erste Luftmasche machen wir ein Stäbchen. So, dann drehen wir es rum. Eine Luftmasche, noch eine Luftmasche. Rumgedreht. Dann machen wir ein Stäbchen. Noch ein Stäbchen in die gleiche Masche. Und noch eins, dann hätten wir drei gemacht. So. Dann machen wir eine Luftmasche, noch eine. Wir drehen es herum. Jetzt machen wir zwei Stäbchen. Eins, zwei. So. Wir machen eine Luftmasche und noch eine, drehen es herum. Wieder zwei Stäbchen, eins, zwei, drehen es herum, mit zwei Luftmaschen machen noch ein Stäbchen und schon ist der Schnabel fertig. Er wird dann so zusammengeklappt. Also wir haben jetzt unser letztes Stäbchen, kann auch noch eine Luftmasche drauf machen, wenn man möchte. So. Wir ziehen es durch. Das ist unser Schnabel und den knicken wir so zusammen, so, und nähen ihn dann mit einem Faden
dahin. Schnabel ist nun dran. Der wird dann auch noch beim Filzen ein bisschen kleiner. Und wenn er gut gefilzt ist und ihr sagt, ach nee, die Form gefällt mir nicht, dann schneidet ihr ihn euch einfach kürzer. Da geht ja nichts mehr auf, weil es gut gefilzt ist. So, jetzt machen wir ein Auge. Ich nehme hier eine dunkelbraune. Ihr könnt eine schwarz nehmen oder was ihr zu Hause habt. Gehe einfach hier in die Masche rein, in die helle und ziehe mir den Faden durch und mache jetzt einfach drei feste Maschen da drauf. Eine, zwei und drei. So, und das wäre ein Auge. Das schneidet ihr ab, zieht den Faden durch und macht auf der anderen Seite das Gleiche. Und dann, damit das ein bisschen schöner hängt, nehmt ihr dann einfach den Faden und näht es noch ein bisschen hier fest. Und dann wäre ein Auge fertig. So, das ist das. Jetzt kommen wir zum Flügel. Ich habe schon mal einen fertig gemacht. Der wird dann nur an dieser Seite angenäht, vorm Filzen natürlich. Und das zeige ich euch jetzt da, wie das geht. Ihr könnt eine bunte Wolle nehmen, wenn ihr möchtet, oder die helle von dem Huhn. Und dann nehmt ihr eure Wolle. Ich habe jetzt noch einen Rest da, aber es ist ja auch noch ein Knäuel da. Alles, was ihr habt. Und dann machen wir jetzt da 26 Maschen. 26 werden gefangen. 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Maschen haben wir dann für den Flügel. Und darauf stricken wir jetzt zwei Reihen. Nun sind zwei Reihen rechte Maschen gestrickt worden. Wir nehmen die erste wieder hoch einfach, dann stricken wir die nächste. Eins drüber hin und noch eins drüber hin. Wir nehmen auf jeder Seite drei Maschen ab. Dann stricken wir die Reihe fertig. Also auf dieser Seite werden drei Maschen abgenommen. Es gibt diesmal kein gleichmäßiges Dreieck. Wir stricken was rüber. Die letzte Masche wird wieder nur abgehoben. Faden nach vorne und abgehoben. Auf der Seite wird nicht abgenommen. Wir stricken wieder nach vorne. So. Hier war mein Rest zu Ende. Den habe ich dann einfach angeknotet. Wie gesagt, beim Filzen braucht man nicht vernähen. Das verfilzt und man kann es dann abschneiden. Letzte Masche abheben. Wir sind wieder am Anfang. Drei Maschen abnehmen. Erste abheben. Über die eine Masche abgenommen. Die nächste stricken. Drüber hin zwei Maschen abgenommen. Die nächste stricken. Die hintere über die vordere. Drei Maschen abgenommen. So, und das machen wir jetzt hin und her, bis alle Maschen abgenommen sind. Dann ist der erste Flügel fertig und wir machen den zweiten Flügel genauso wie diesen hier. So, das macht ihr dann erstmal noch eine kurze Anmerkung zu unserem Federschwanz hier hinten. Das sind insgesamt jetzt 11 angedeutete Federn.
Ich hatte gesagt 20 Luftmaschen, dann eine feste Masche drauf. Wenn ihr aber sagt, oh, ich finde es ungleichmäßiger, ist schöner, dann nehmt ihr mal 18 Luftmaschen, mal 20, mal 25 und kriegt dann einen ungleichmäßigen Puschelschwanz. Aber das liegt dann bei euch. So, wie gesagt, aber jetzt erstmal diesen Flügel fertig und dann den zweiten noch. Unser Flügel ist nun fertig abgenommen. Wenn ihr sagt, der Flügel ist mir einfach ein bisschen zu groß, das ist gar kein Problem, dann nehmt ihr statt 26 Maschen nur 18 und nehmt dann immer bitte nur 2 ab. Hier waren 26 Maschen und 3 abgenommen, beim kleineren Flügel 18 Maschen und immer 2 abgenommen. Dann haben wir den Faden, den wir etwas länger abgeschnitten haben, hier oben, fädeln ihn auf eine Nadel und nähen den Flügel an. Das macht ihr dann einfach hoch und runter, hier die ganze Seite und so ein bisschen hier rum, um die Ecke und vernäht den Faden. Mit dem zweiten Flügel macht ihr dann das Gleiche und danach wird der Hahn gefilzt in der Waschmaschine und zwar bei Pflegeleicht 40 Grad mit einem Flüssigfeinwaschmittel. Und ich nehme immer noch 2 Tennisbälle und lege sie mit in die Maschine und filze meine Sachen alleine, weil das Ergebnis wesentlich schöner wird. Wie gesagt, 40 Grad, pflegeleicht. Man kann ruhig ein Kurzprogramm nehmen, so von 50 bis 50 Minuten bis eine Stunde mit te 2 Tennisbällen hinein. Dann wird das Ergebnis ganz toll. Und der Hahn wäre dann fertig. Hier in meinem Hahn, gerade so für den Ostermorgen. Oder überhaupt, wenn ihr ein Fest habt, habe ich eine kleine Sektflasche drin. Passt da prima drüber hin. Wenn ihr sagt, ihr wollt gern eine große Sektflasche rein haben und wir brauchen ein bisschen mehr an Höhe, dann nehmt ihr bitte 66 Maschen, strickt hier unten 10 rein, gerade und fangt dann erst mit dem Abnehmen an. Dann passt auch fast eine große drunter. Bei dem kleinen Eierwärmer habe ich 24 Maschen genommen, 4 Reihen gestrickt und dann abgenommen. Der Schnabel ist halb so groß. Die Bäckchen sind dann nur 2 Stäbchen in die 5 Luftmaschen, 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. Und das kleine Flügelchen, das sind dann nur 14 Maschen, 4 Maschen, 4 Reihen darauf und dann immer 2 Maschen abgenommen und dann ist es ein kleines Flügelchen. Und das Puddelschwänzchen sind wirklich nur Luftmaschen, 18 Luftmaschen, die dann zu einer Öse geschlossen werden. Und wenn ihr das genauer wissen möchtet, wenn ihr sagt, auch hätte ich ganz gerne noch ein Video dazu, dann sagt mir einfach Bescheid und wir machen noch ein Video. Und als nächste Idee wäre da noch der passende, lustige Hase. Und da ist ein Glas drunter, aber mit der Sektflasche geht es auch bombig. Oder als Eierwärmer, wenn der Eierwärmer dann größer ist. Und das wäre dann auch noch eine Idee. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut auch wieder mal rein, dann gibt es wieder neue tolle Ideen. Tschüss!